Es brennen zwei Kerzen auf dem Tisch, der Kellner bringt gekühlten Champagner, während der Mann auf die Knie fällt, seiner Geliebten eine kleine schwarze Schachtel entgegenhält und die Frage aller Fragen formuliert. So oder so ähnlich laufen die meisten Heiratsanträge wohl ab. Doch der moderne Mann von heute denkt sich so einiges aus, um den besondersten Moment noch besonderer zu machen. Wir zeigen euch nun 7 unglaubliche Heiratsanträge aus dem 21. Jahrhundert. Los geht's! Nummer 7. Spieleabend. Diese Frau hat sich ihren Antrag sozusagen selbst erspielt. Denn als die beiden gemeinsam mit Freunden einen Spieleabend veranstalten, muss sie den Begriff "Heirate mich" zeichnen. Sie begreift erst, dass es nicht nur ein Spiel ist, als ihr Freund einen Ring aus der Hosentasche zieht und auf die Knie fällt. Sie sieht auf jeden Fall sehr erstaunt und glücklich aus, weswegen sie natürlich auch ja sagte. Nummer 6. Hauptsache Liebe. Vinnys Heiratsantrag geht gleich doppelt unter die Haut. Er bittet seine Freundin darum, ihm ein Tattoo zu stechen und verbirgt dabei bis zur letzten Sekunde seine wahren Absichten. Dort am Oberschenkel hat er nämlich schon jemand anderes zur Nadel greifen lassen. So erblickt Brooke ein niedliches Tattoo mit der Zeile "Will you marry me?" und 2 Antwortmöglichkeiten. Er hat nun nichts weiter mehr zu tun, als seiner Freundin den Verlobungsring zu präsentieren. Und schon setzt sie ihr rotes Kreuz stolz in das Kästchen für ja. Nummer 5. Eiskalt serviert. Luke hat sich besonders viel Mühe gegeben und seinen Antrag von langer Hand geplant. Er lässt extra einen Eisbecher anfertigen, auf dem Emojis abgedruckt sind, welche er und seine Freundin seit den ersten Dates austauschten. Darunter ist ihr Name zu lesen, gefolgt von der Frage "Will you marry me?" Jetzt noch auffällig im Supermarkt Kühlregal platziert und so stößt Else ganz zufällig selbst auf das besondere Eis. Schon zückt Luke den Ring und macht es amtlich. Einfach super kreativ und lecker. Nummer 4. Aufgezeichnet. Ben Chudley denkt über den Tellerrand. Denn wie er seiner Freundin die Frage aller Fragen stellt, ist alles andere als simpel und konventionell. Der Hobbyläufer bereitet über mehrere Tage hinweg seinen Antrag vor, indem er durch einen GPS-Tracker verfolgt seine Joggingstrecken aufzeichnen lässt. Dabei zeichnet er die Worte "Will you marry me?" auf die Straßenkarten. Schließlich zeigt er die Screenshots seiner Freundin und zückt dabei einen wunderschönen Ring. Kein Wunder, dass sie ganz hin und weg war. Nummer 3. Die Giraffe und der Gorilla. Auch der Amerikaner Paul Phillips hat keine Kosten und Mühen gescheut, um seiner Liebsten einen ganz besonderen Antrag zu machen. Er bestellte ein illustriertes Buch, das ihre Liebesgeschichte erzählt. Am Ende sind die beiden in einer Bibliothek zu sehen, wo er schließlich auf die Knie fällt. Und genau so passiert es auch, denn Paul führt Erica in die Stadtbibliothek, blättert mit ihr von Seite zu Seite, bis er schließlich am Ende angekommen selbst den Kniefall macht. Was könnte ihr da anderes einfallen als "Ja, ich will"? Nur gut, dass das Buch nicht jemand anders aus dem Regal genommen hat. Nummer 2. Sternstunde. Man könnte sagen, dass diese beiden unter einem guten Stern stehen. Zumindest halfen sie David aus Toronto dabei, seiner Geliebten einen Antrag zu machen. Er ließ eine kleine Linse mit der Inschrift "Will you marry me?" anfertigen, setzte sie auf sein Teleskop und richtete es direkt auf den Vollmond dieser Nacht. Dann rief er aufgeregt seine Freundin, die sollte sich den wunderschönen Mond anschauen. Doch als sie diesen erblickte, brach sie in Tränen aus und antwortete David mit einem freudigen Ja. Und damit wären wir auch schon wieder bei der Nummer 1, Tanz von Herzen. Lampenfieber scheint dieser junge Herr auf jeden Fall nicht zu haben. Seine Freundin und ihn verbindet vor allem die Liebe zum Tanz und genau das hat sich Phil bei seinem Antrag zu Herzen genommen. Fast 2 Minuten zieht er die Show mit seiner Liebsten durch, tanzt mit ihr vor Publikum und lässt sich nichts anmerken. Doch nach einem der letzten Schritte greift er in seine Hosentasche und geht auf die Knie. Als sie sich umdreht, glaubt sie gar nicht, wie ihr geschieht und bricht in Tränen aus. Natürlich nimmt auch sie diesen wahnsinnig schönen Antrag an. Ja Leute, was haltet ihr denn von dem alten Konzept Heirat? Nur eine Möglichkeit, um Geld zu sparen oder vielleicht doch eine Herzensangelegenheit?
Wie dem auch sei, hier könnt ihr euch noch ein weiteres cooles Video anschauen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne eine positive Bewertung da lassen. Wir hören uns wie immer nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.